Ich grüße euch. Ich grüße dich auch, Uta. Ja, meine Lieben, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu den nächsten drei Parts von Heroes of the Storm, wie ich natürlich auch schon am Ende von Dream Hills gestohlene Magie angekündigt habe. Ja, jetzt werde ich euch natürlich wieder die nächsten drei Helden euch zeigen. Und heute ist Uta dran, den wir auch schon seit Warcraft 3 auch schon kennen in der Menschenkampagne. Da kann ich mich auch noch sehr gut entsinnen, wo er da mitgemacht hatte. Und dann wurde er ja durch den Verrat von von Arthas ja umgebracht worden. Also wer, wie gesagt, ich meine, jetzt eine kleine Schleichwerbung über mein eigenes Warcraft 3 Let's Play. Wer sich das... Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ja. Könnten wir uns ein klein wenig beeilen? Ja, keine Panik. Also wer Warcraft 3 gerne von mir anschauen möchte, der kann es gerne tun. Ihr müsst nur in der Playlist ein bisschen weiter nach unten scrollen und dann könnt ihr das auch schon begutachten. Das Let's Play von mir. Ja, Uta ist aber natürlich in Heroes of Storm ein Unterstützer. Das heißt, er ist ein Heiler. Nachkämpfer, Schwierigkeit leicht. Uta ist natürlich der Lichtbringer. Uta war der erste Paladin, der Gründer der Silbernen Hand und ist ein treuer Diener des Lichts. Er ist ein unerschütterlicher Streiter für die Wahrheit, ein unnachgiebiges Symbol der Allianz. Und er bringt die Gerechtigkeit mit dem Hammer unter das Volk. Dann kommen wir zu den Fähigkeiten. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Heiliges Licht heilt den anvisierten verbündeten Helden um 362 Lebenspunkte. Wenn das Ziel nicht Uta ist, wird er selbst ebenfalls um 181 Lebenspunkte geheilt. Heiliger Stern heilt verbündete Helden und Diener in einer geraden Linie um 177 Lebenspunkte und fügt Gegnern 177 Schaden zu. Hammer der Gerechtigkeit verursacht 109 Schaden und betäubt das Ziel eine Sekunde lang. Dann kommen wir zu der ersten heroischen Fähigkeit, die ich am Anfang, wo ich Uta jetzt so die ersten paar Mal gespielt habe, öfters eingesetzt habe. Aber jetzt benutze ich natürlich auch die andere, weil die auch irgendwie gut ist. Also die erste heroische Fähigkeit heißt Gottesschild, macht einen verbündeten Helden 3 Sekunden lang unverwundbar und erhöht seine Bewegungsgeschwindigkeit um 20%. Und dann die zweite heroische Fähigkeit, göttlicher Sturm, verursacht 170 Schaden und betäubt Gegner in der Nähe 1,75 Sekunden lang. Und zu der Eigenschaft Hingabe, ewige Führung. Wenn Uta einen verbündeten Helden mit einer Grundfähigkeit trifft, erhält der Held 2 Sekunden lang 25 Panzerung. Dieser Effekt ist nicht stapelbar. Verwandelt Uta beim Tod bis zu 8 Sekunden lang in einen unverwundbaren Geist. In Geistergestalt kann er Verbündete mit Lichtblitz heilen. Sehr gut. Und dann werde ich euch den guten Uta heute auch mal zeigen. Das Licht lässt niemanden im Stich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ah ja, die Sprengkopf-Manufaktur. Na gut, dann wollen wir mal. Achtung, Schlachtfeld wird initialisiert. Kampfhandlungen sind nicht auszuschließen. Ich bin wirklich froh, dich hier zu sehen. Ha, zeigen wir diesen Bastarden, wo der Hammer hängt. So, was nehme ich denn? Wo geht es nicht? Verbleibende Zeit. 10 Sekunden. Heile Helden 60 mal mit heiliger Stern oder füge ihnen damit Schaden zu. Belohnung erhöht die Dauer von Hingabe um 0,5 Sekunden. Passiv, wenn heiliger Stern Helden heilt oder ihren Schaden zufügt, wird 5 Mana wiederhergestellt und die Ablenkzeit um 1 Sekunde verringert. Na, das hört sich doch gut an. Für das Licht.
So, dann gucke ich erstmal hier noch. So. Oh Gott, Zul'jin. Ich bin der Hammer der Gerechtigkeit. Ein sehr gefährlicher Gegner. Oh Gott. Gott, ey. Hilfe. Nee, ich heile mich lieber komplett. Also das ist keine gute Kombination, wenn Zul'jin gegen einen Heiler kämpft. Da hat der Heiler eigentlich so gut wie gar keine Chance. Also da muss ich gut aufpassen. Der lockt mich, das gibt's doch nicht. Vorsichtig. So, bisschen heil. Mann! Scheiße, 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 scheiße. Boah, da hab ich mich schon wieder ein. Ich muss mich zurückziehen. Mein Gott, das ist ja echt nervtötend mit Zul'jin. Umso größer ist natürlich die Freude, wenn ich euch den selber zeigen darf. Aber das dauert noch ein bisschen. Ach Gott, ich habe total jetzt gerade vergessen bei der Ankündigung zu sagen, in den letzten drei Folgen habe ich euch natürlich Tigers, Tyrael und Tyranne euch gezeigt. Entschuldigung, dass ich das jetzt vergessen habe. Ich nehme Heiliges Feuer. Fügt Gegnern in der Nähe pro Sekunde 15 Schaden zu. Automatische Angriffe gegen Helden erhöhen diesen Schaden 3 Sekunden lang um 20% bis zu 3-mal stapelbar. Jawohl. Und natürlich muss da Zul'jin sein. Scheiße. Nein. Scheiße. Nee, Tracer, den schaffst du nicht. Nur gemeinsam eventuell. Sehr gut. Ich halte dich, sobald ich dich heilen kann. So. Ich glaube, den Sprengkopf kriege ich zuerst. Sprengkopf erhalten. Jawohl. Bestätigt. Dieses Wort frei für den Sie können die Rakete nach Belieben starten. So. Ha! Sprengkopf erfolgt. Sehr gut. Feindliche Nuklearrakete gestartet. Wählen Sie ein Talent aus. Oh, und da ist er schon wieder. Hilfe. So, was nehme ich denn? Rüstung des Glaubens. Betäubungen, Bewegungsunfähigkeit und, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, und Stilleffekte gewähren 90 Mana und lassen heiliges Licht 6 Sekunden lang 200% schneller abklingen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 20 Sekunden auftreten. Okay. Scheiße, 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 scheiße. Ein bisschen zu viel. Nein, Zul'jin. Warum muss ich das Ganze hier immer alleine machen, ey? Mann, das finde ich so doof. Möge das Licht euch verfluchen. Hau ab, Zul'jin. Hau bloß ab.
Komm mir bloß jetzt nicht in die Quere. Greift mit aller Macht an. Boah, macht der Schaden, ey. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ja, die Unterstützer sterben natürlich auch relativ schnell. Und man könnte meinen, weil Uta jetzt so eine gute Rüstung anhat, könnte man jetzt meinen, dass er ein bisschen mehr aushält, ne, als Seiler. Aber nein, da irrt er euch. Der stirbt genauso schnell wie normale, Heiler. Na, ich helfe mal Gaslo. Ein bisschen. Jawohl. So muss es laufen. So, ich nehme göttlicher Sturm. Oh ja, oh ja, oh ja. Bestätigt. Vor erfolgreich eliminiert. Ach du Scheiße. Ah, Weißsträhne. Die jetzt schon tot ist. Sie können jetzt die Sprengköpfe in Besitz nehmen. Ah, Anubarak hat den Sprengkopf zuerst gekriegt. Ja, okay. Ist ja nicht so schlimm. Und das war gerade die heroische Fähigkeit. Scheiße. Ja, und so sieht es halt aus, wenn er tot ist. Sein Geist. In Geisterformat kann ich natürlich nur Helden nur heilen. Mehr auch nicht. Jo, jetzt macht's Boom. Es ist Zeit für Gerechtigkeit. Vernünftig. Jetzt hau nicht ab, Tasser da. Nö, ich töte jetzt bestimmt nicht. Atanas. Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Oh mein Gott. Hoffentlich bringt das jetzt was. Ach du Scheiße. Hallo? Okay, jetzt mit dem Mutant hier töten. Von Anubarak. Ach, Anubarak sage ich ja, Abathur. So, ich nehme wohin des Weges. Einsätze von Hammer des Hammer der Gerechtigkeit gegen Helden verringern ihre Bewegungsgeschwindigkeit und ihren verursachten Schaden 3 Sekunden lang um 25%. Jawohl. Scheiße, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich verlasse vorübergehend die Front. Oder auch nicht. Sprengkopf unterwegs. Countdown aktiviert. Mein Gott, wie oft ich mich jetzt hier heilen muss. Das ist ja unglaublich. Möge die Ehre nicht bleiben. Gott, ey. Feinde des Lichts, nehmt euch in Acht! Ah, Sprengkopf! Sprengkopf wird bereitgestellt. Sie eine geordnete Warteschlange zu Ausgabezwecken.
Sprengkopf erhalten. Bestätigt. Alle Sprengköpfe wurden erfolgreich ausgeliefert. Jawohl. Sofort. Das kam gut. Danke. Tor zerstört. Jo, gut gemacht, Tracer. Yay, Fortschritt. Nein, Zujin, lass uns in Ruhe. Ja, ich gehe mal erstmal in die Mitte. So, was nehme ich denn? Tür ist Errettung. Erhöht ihr... Ach, alala. Okay, nochmal. Erhöht ihr erhaltene Heilung um 5 Sekunden, die mit dem heiligen Stern geheilt wurden. 6 Sekunden lang um 40%. Okay. Gut. So, erstmal den Grund zerstören. Feinde des Lichts, nehmt euch in Acht. Sprengkopfbereitstellung fast abgeschlossen. Ja, die Festung kriegen wir. Feindliche Festung eingerissen. Genau so. So, ich hole mir einen Sprengkopf. Ja, gleich. Ich hole mir jetzt mal eine Atombombe. Die ist mir jetzt natürlich wichtiger als irgendein Camp einzunehmen. Sie können die Rakete nach Belieben starten, Admin. Gut. Abgeschlossen. Sofort. Oh mein Gott. Na komm, vertan ist. Boom. So wird's gemacht. Ja, jetzt läuft es besser. So, göttlicher Orkan. Erhöht den Radius des göttlichen Ansturms um 50% und verringert die Abwehrzeit um 20 Sekunden. Und gewonnen. Jawohl. Das war der Part von Uta, mein Lieben. Sehr gut. Ja, Tracer war nicht schlecht. So.
So. Jawohl. Das war's mit Uta. Jawohl. Und im nächsten Part kommt Valera. Eine WoW-Heldin. Seid auf jeden Fall sehr gespannt darauf und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüssi.